Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. So, es ist jetzt im letzten Part nicht so gut gegangen. So. Na. Mann. Moment, ich muss kurz was trinken. Ist egal, haben wir noch genau einen. Ups, komm schon. Wie schaut's hier aus? Irgendwas Besseres? Ah, eine Kaktusfrucht ist noch da, immerhin. Ist hier unten was fertig geworden? Oh ja, dreimal Käse. Gut, wir haben ja auch schon wieder über 300.000. Ich frage mich, ob man bei Robin noch mehr Verbesserungen kaufen kann. Ich fürchte aber nicht. So. Gießkanne. Da. Ja, ich bin erst aufgestanden. Also meine Stimme ist offensichtlich noch nicht die beste. Werden wir heute na toll. Also sie repariert das offensichtlich nicht, ne? Außer man muss vielleicht am Zaun irgendwo haben. Also irgendwo in den Kisten. Das ist natürlich möglich, ne? Dafür werden wir heute was ganz Tolles bekommen. Hoffe ich, wenn alles gut geht. Außerdem sollten wir jetzt, glaube ich, 13 Iridiumbarren haben. Das heißt, uns fehlen nur noch 7. Damit nähern wir uns ja doch langsam den Obelisken. Ist nur die Frage, was brauchen wir noch dafür? Das weiß ich leider nicht mehr. Aber es war ja nicht nur 20 Iridiumbarren. Ach ja, es war zum Beispiel 1 Million. Und bis zur Million dauert es leider noch ein bisschen. Da ist sonst noch nichts fertig. Oh, wir haben da Wachstumsbeschleuniger ausgestreut. Deshalb ist jetzt der... Da sind 2 Pflanzen hinterher zurückgeblieben. So, Milch. Und die da. Das bleibt da. Das bleibt da. Die Wolle kann man noch da reinschmeißen. Oh. Oh. Da ist was ausgebrochen. Leere Kapsel. Wo rennt der jetzt rum, der Penner? Muss man sich Sorgen machen? So, das braucht man nicht mehr. Das lassen wir mal. 14 haben wir sogar. Okay. So, wieder mal Eisen. Warum nicht, ne? Wir haben ja genügend Kohle. So. Oh, wir haben sogar 2 von denen. Eine kommt mit. Wir haben leider wenig zum Essen. Das ist nicht gut. Würmer. Oder so. Oh. Gut. Ein bisschen mehr zum Essen. Schadet nicht. Auf geht's. Oh, da ist wieder eine Kaktusfrucht oben. Sehr gut. Und schön, dass wir die auch selber pflanzen können. Ja, dann können wir sich selber ein bisschen leichter machen für die Höhle. Palmenfossil, das haben wir schon, oder? Ja.
Sehr gut, 4 Kaktusfrüchte. Top. Und jetzt? Ah ja, finally. Das Galaxieschwert. Die prismatischen Scherben formen sich vor deinen Augen. Diese Kraft ist überwältigend. Du hast das Galaxieschwert gefunden. Great. 60 bis 80. Und viel mehr Geschwindigkeit. Und kein Knockback mehr. Oder weniger, weil kein Gewicht, ne? Was uns deutlich helfen sollte, hoffe ich doch. So. Oh ja, das hilft schon mal. Wir werden trotzdem noch immer ziemlich zurückgeworfen. Macht sich schon bemerkbar auf jeden Fall. So, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir schnell in die Tiefe kommen. Ganz wichtig. Aber ich schätze mal, die Käfer, da können wir noch immer nicht killen. Hatte das Geschwindigkeit? Nee. Oh, das hatte mehr Verteidigung. Es fehlen uns 3 Verteidigungen. Das ist natürlich schlecht. Und wir finden wieder haufenweise Omnigioden. Komm her, du Penner. Oder auch nicht. Oh, und da ist auch gleich ein Loch. 3 Ebenen. Na toll. Gerade mal Ebene 6. Noch nicht viel. Komm her da. Wir sollten noch mehr Bomben craften. Hey, ein Iridium-Erz. Das erste. Schon wieder eine verdammte Schlange. Keine Zeit dafür. Oh ne. So, zum Durchschauen könnte es sein, dass irgendwo ein Loch ist. Vielleicht auch nicht, ne? Nach wie vor nicht zu killen. Das muss ich auch mal googeln. Ich schätze mal, die sind aber unsterblich einfach. Oh, 14.30 Uhr schon und wir sind gerade mal auf Ebene 8. Und auch hier kein Loch. 100 Damage. Oh, wir haben wieder einen Teleporter vergessen, aber gut, dass wir jetzt einen gefunden haben gerade. Diese verdammten Schlangen, ich hasse die. Wow, mit einem Schlag gekillt. Hm.
brauchen ein Loch. Er zieht wieder das Schwert nicht. So, ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Ich habe eine 12 gerade mal. Das sucht man gar nicht erst ab. Sagt das Inventar, da ist noch einiges am Platz, gut. Na. Ein Iridium-Erz erst einmal. Aber noch zwei, dann haben wir 15 Barren insgesamt. Dann fehlen ja noch 5. Die dürfen wir irgendwann auch noch hinkriegen. Eine Ebene, aber zum kein Loch hier. Ich war so unter einem Diamant, aber wir haben Wichtigeres zu tun. Wow, 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 wow. Schön, auch hier ein Werk. Weg nach unten. Oh! Hier Knochenfragmente. Und eine Höhenkarotte. Gut, auch hier nichts. Gut, Ebene 16 haben wir schon mal. Das ist 19:30 Uhr. Da haben wir Ebene 17 zumindest. Oh, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Nee, das machen wir gar nicht. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ebenfalls nicht. Ah, wieder. Ich hasse diese Schlangen. Die gehören zu den schlimmsten Gegnern im ganzen Spiel. Unglaublich nervtötend, wahnsinnig gefährlich, wahnsinnig schnell. In Gruppen absolut tödlich. Lol, wie ist uns noch erwischt hat, obwohl wir gar nicht in der Reichweite waren. Also das Spiel hat schon noch so manche Bugs, das merkt man. Ja, Hauptsache jede Menge Gold findet man.
die. Wenigstens droppen die immer wieder mal Bomben auch. Das ist praktisch. So, hier scheint eh auch nichts zu sein. Ja, für dich haben wir keine Zeit. Ebene 20. Fledermäuse mal wieder. Aquamarin. Und das Inventar ist so gut wie voll. Topaz. Und das Inventar ist voll. Nee, doch nicht. Warte, was? Hä? Das war jetzt das erste, was wir gefunden haben. Wir haben trotzdem noch einen Platz frei. Hä? Müssen vorher zwei frei gewesen sein, sonst gibt es das gar nicht. Aber jetzt sind wir voll. Erdkristall. Und das Inventar ist voll. Okay. Alge weg. Jade, dafür haben wir jetzt keinen Platz mehr. Gar nicht in Reichweite, wurden aber trotzdem getroffen, mal wieder. Hey, der hat einen Kuchen. Mann. Nehmen wir auch gleich. Loch zu sehen. Autsch. 23:40 Uhr. Toll. Iridiumstand nach wie vor 1. Ein Loch. Gegen Ende doch noch ein Loch. Ob uns das noch hilft, ist natürlich fraglich, ne? Vermutlich nicht. Weil es ist 0 Uhr, das heißt, wir haben kaum noch Zeit, irgendwas zu machen. So tief unten, aber kein einziges Iridium hier. Das gibt's nicht. Nix. Tjo. Würde mal sagen, das war's dann. Stern. Tja. Tief. Das war ja echt tief. Meine Fresse. So tief unten und dennoch ein Iridiumerz. Ein einziges, ne? Eins. Noch nicht mal genug, um irgendwie was zu reißen halt, ne? Das ist einfach nur bitter. Ein einziges Erz. Können wir nicht mal einen neuen Barren machen? Wenigstens gibt es ein bisschen Geld. Ein schwacher Trost.
Aber Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.